Hallo zusammen, ich darf euch die Broschüre Aufhorchen kurz vorstellen. Es ist eine kleine Schrift, die wir selber entworfen haben. Ich habe den Text dazu geschrieben, meine Tochter hat die Grafik dazu gemacht. Man kann diese Broschüre bei uns bestellen für die eigene Gemeinde oder für sich selber zum Weitergeben. Gehen wir kurz durch diese Schrift. Aufmerken, die Ohren spitzen, hellhörig und fokussiert werden, das verbinden wir mit Aufhorchen. Da gewinnt auf einmal ein Nobody einen wichtigen Titel im Sport. Einer, mit dem niemand gerechnet hat, holt sich mehrere Oscars. Großer Sieger 2020, Parasite Bong Joon-ho, gewinnt 4 Oscars, darunter als erster nicht englischsprachiger Film auch die Königskategorie. Ein schreckliches Ereignis lässt uns aufhorchen, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben. Die Corona-Pandemie, Unfälle und Krankheiten können unseren gewohnten Alltag unterbrechen. Was uns als wichtig erscheint, wird auf einmal unwichtiger. Ist es nicht so? Wir sind oft so fokussiert auf uns selber. Jeder hat das Ziel, möglichst gut durchs Leben zu kommen. Und daran ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist einfach nur menschlich. Lange Zeit war ich selber auf dieser Spur. Dann, unerwartet, wurde ich herausgefordert zum Aufhorchen. Durch ein schwieriges, leidvolles Ereignis wurde ich auf mehr aufmerksam. Es war, als wie wenn Gott zu mir spricht. In der Bibel in Hiob 33, 14 bis 19 steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt. Sie liegen da und schlummern, doch dann lässt er sie aufhorchen und erschreckt sie mit seiner Warnung. Gott will sie abbringen vom bösen Tun und ihrem Hochmut. Dann wird dieses Reden noch konkretisiert. Apostelgeschichte 3, 22. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk erwählen, Jesus. Hört genau auf alles, was er euch sagt. Oder in Hebräer 1, 2 steht, doch in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn Jesus zu uns. Lässt uns seine Botschaft noch aufhorchen, Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagte zu den Leuten in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wenn du ganz Jesus Christus vertraust, kannst du positiv aufhorchen. Denn durch ihn haben wir einen wunderbaren und befreienden Zuspruch. Kolosserbrief 1,14. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Lasst uns neu aufhorchen über dem, was uns Jesus Christus sagt. Es lohnt sich. Was mich persönlich fasziniert, ist, dass ich bei Gott nicht perfekt sein muss. Er nimmt mich an und versteht mich, wie ich bin. Er gibt mir Jesus, der mir vergibt und hilft. Willst du diesen Jesus auch kennenlernen? Ja, so weit durch die Schrift. Auf der rechten Seite seht ihr, wie wir es für unsere Gemeinde gestaltet haben. Und diese rechte Seite könnte man jetzt einfach ganz neu anpassen auf deine Gemeinde oder deine Bedürfnisse. Es besteht also die Möglichkeit, hier mit einem QR-Code, mit einem Link zu einem YouTube-Kanal, Homepage-Adresse und so weiter und so fort, Logo hineinfügen, einfach wie du es gerne hättest. Du kannst uns diese Sachen schicken, wir können darüber austauschen und es so zusammenstellen, wie es für dich passt. Natürlich gibt es auch eine einfache und kostengünstigere Variante. Wie du es hier siehst, auf der rechten Seite kannst du einfach deine Adressetikette, dein Kontakt einkleben und somit ist das auch wieder eine ganz persönliche Sache. Oder wie bereits erwähnt,
besteht die Möglichkeit, mit verschiedenen Sachen das anzupassen. Hier nochmal so ein Raster dazu. Also wenn du interessiert bist, melde dich bei uns. Der Kontakt steht auch in der Beschreibung drin. Wir können über die Kosten sprechen. Es ist relativ kostengünstig zu erwerben, diese Broschüre zum Weitergeben und Menschen mit der guten Botschaft von Jesus zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und ich freue mich auf einen Kontakt und eine Antwort von dir.